Ja, Hamburg, seid ihr gut drauf? Geil, das wollte ich schon immer mal machen. Okay. Wir legen los. Ihr habt es schon im Titel gehört. Wir reden heute darüber, wie Zucker euer Immunsystem trainieren kann. Ich sehe jetzt schon die ganzen Überschriften von wegen, oh, Ärzte hassen diesen Trick. Ja. Wir wollen mal direkt zu Beginn anfangen mit der Frage, warum überhaupt das Immunsystem trainieren? So, 50% der Leute hören jetzt wahrscheinlich schon wieder nicht mehr zu, so von wegen, oh, schon wieder so ein Corona-Vortrag. Ich weiß, aber darum soll es jetzt gar nicht gehen. Vielmehr ist es, dass SARS-CoV-2 uns, glaube ich, allen gezeigt hat, wie wichtig das Immunsystem oder besser noch ein trainiertes Immunsystem ist. So, in dem Kontext hört man jetzt ganz hinten so ein Gemurmel von wegen, oh, jetzt redet er wahrscheinlich ja noch über Impfungen und sowas. Ja, zu Recht, weil Impfungen sind eine gute Möglichkeit, das Immunsystem zu trainieren. But they can be better. So, wie fragt ihr euch jetzt? Naja, entweder ihr habt am Anfang sehr gut aufgepasst oder ihr könnt jetzt gut fangen. Hoffe ich nämlich, weil ich kann nicht gut werfen. Ja, jetzt fragt ihr euch, hä? Über Zucker? Das ist doch viel zu schön, um wahr zu sein, oder? Ja, das ist es leider auch. Aber es ist gar nicht mal so weit hergeholt. Man braucht halt nur die richtigen Zucker. So, die hier, die ich jetzt verteilt habe, die sind es leider nicht, die waren mehr zur Bestechung. Aber was ist jetzt mit diesen Zuckern? Wie kann uns das helfen? Da gucken wir einfach mal, wer jetzt hier überhaupt trainiert wird. Und schlägt man jetzt ein Fachbuch auf, irgendeins, liest man immer, es gibt zwei Teile des Immunsystems. Hier auf der rechten Seite haben wir das hochspezialisierte adaptive Immunsystem als unser immunologisches Gedächtnis und super wichtig für Sachen wie Impfungen. Ja, und hier auf der rechten Seite haben wir dann das angeborene Immunsystem. Das ist schnell, aber ja, die sind ein bisschen dumm. Das dachte man zumindest lange, sehr, sehr lange in der Immunologie. Und die Erkenntnis, dass das nicht so ist, das war ein phänomenaler Durchbruch. Und wir können jetzt hier zusammen mit den Vorurteilen aufräumen, auch die Dummen können ein Gedächtnis entwickeln. Ich meine, ich musste mir ja auch irgendwie merken, was ich hier alles erzählen will. Aber wie spielen Zucker da jetzt überhaupt mit rein? Und wie wird dieses Gedächtnis überhaupt gebildet? Naja, das passiert, wenn die Zellen hier auf ihre Erzfeinde treffen, die Krankheitserreger oder auch Pathogene genannt. Und da stellt sich die Frage, wie erkennt so eine Zelle überhaupt die Krankheitserreger? Ich meine, für uns ist das ganz einfach, ne? Wir können das hier sehen. Für die, die Schwierigkeiten haben, ist hier nochmal eine Linie. Aber wie erkennt das jetzt unser Immunsystem? Naja, die machen das so, anders als das hier dargestellt ist, sind die Sachen nicht so spiegelglatt auf deren Oberfläche, sondern die sind richtig schön flauschig. Da sind ganze Wälder drauf von richtig geraten Zuckern. Und diese Zucker unterscheiden sich extrem zwischen selbst und fremd, beziehungsweise lecker und Lakritz. Naja, und das Wichtige ist jetzt hier, was passiert, wenn die beiden miteinander interagieren? Was passiert da in der Zelle? Da gucken wir jetzt mal rein. Ich meine, so eine Zelle, die hat extrem viele Funktionen, die sie verwenden kann, gegen Krankheitserreger vorzugehen. Die absoluten Favorites davon, das sind Phagozytose und Recruitment. Nur, hä, was ist das? Einfacher gesagt, vielleicht das Auffressen von den Krankheitserregern und andere dazurufen. Naja, danach wird dann abgefragt, lebt der Feind noch? Im Idealfall nein. Lebe ich noch? Im Idealfall ja. Und dann wird halt geschlussfolgert, ne, hat funktioniert, muss gut gewesen sein, machen wir das nächste Mal noch wieder so. Und dann kann diese Zelle tatsächlich ihre eigene Genetik verändern, um Lesezeichen für diese bestimmten Funktionen zu hinterlegen. Und das ist das Gedächtnis, was die haben, um diese Funktionen dann später schneller und stärker aktivieren zu können. Na, jetzt fragt ihr euch, was bringt das den angeborenen Immunzellen gegenüber den adaptiven? Die haben ja auch ein Gedächtnis.
Naja, das Ganze kann man super in einem kleinen Versuchsaufbau zeigen. Man nimmt sich zum Beispiel Corona. Naja, und bei den adaptiven Immunzellen ist das so, die, wenn die die sehen, dann studieren die die erstmal bis ins kleinste Detail. Die absoluten Nerds sind das. Ja? Das Problem ist jetzt nur, das sind absolute Fachidioten. Und ich meine, da kann ich Ihnen nicht unbedingt einen Vorwurf machen, das bin ich selber ja auch. Aber die Problematik ist eben, wenn sich Corona so ein ganz klitzekleines bisschen verändert, das hatten wir ja auch. Also wenn das, ich sag mal, mutiert, dann erkennen die das schon nicht mehr so gut und kommen ins Schwitzen. Schwieriger ist es dann noch bei Artverwandten und bei extrem weit Relateden, da klingelt bei denen überhaupt nichts mehr. Dann heißt es bei denen, ja, oh komm, fuck off, I'm out of here. Die müssen dann erstmal wieder ganz von vorne anfangen, das dauert Tage bis Wochen. Ja, die angeborenen Immunzellen hier, die sind ein bisschen pragmatischer. Die, hatten wir ja jetzt eben gelernt, merken sich einfach ihre eigenen Verhaltensweisen. Ne? Da gucken wir jetzt nochmal im Schnelldurchlauf durch. Ne? Das ist das Einverleiben und das andere dazurufen. Dann die Frage, lebt der Feind noch? Nee, lebe ich noch? Ja, muss also gut gewesen sein. Machen wir nächstes Mal wieder so. Aber ich glaube, wir müssen weitermachen, sonst komme ich hier in Zeugnisbedrängnis. Also, das Ganze nennt sich jetzt Trained Immunity. Und der Vorteil für die angeborenen Immunzellen ist eben, dass sie jetzt auf allen möglichen Fusel irgendwie besser reagieren können. Nur eben nicht ganz so spezifisch. Achso, nebenbei erwähnt, das ist jetzt nicht nur übertragbar auf Alkohol, sondern eben auf die ganzen Krankheitserreger auch, die hier stellvertretend dargestellt sind. Na, falls irgendwer jetzt mal nachfragt, was ihr heute Abend von mir gelernt habt. Na, jetzt aber mal den ganzen Spaß beiseite und gucken wir mal in die Zukunft. Stellt sich jetzt natürlich die Frage, sind das die besseren Impfstoffe? Ersetzt das Konzept Trained Immunity unsere Impfstoffe? Da muss ich sagen, ganz, ganz großes Nein. Bitte nicht falsch verstehen, unsere Impfstoffe sind gut, wie ich am Anfang gesagt habe. Aber die können eben besser sein. Und das Ganze über verschiedene Strategien. Man kann zum Beispiel bereits bestehenden Impfungen dann Zucker oder Kohlenhydrate, die man gut untersucht hat, wo man deren Effekte kennt, Impfungen hinzufügen, um eben so einen Breitbandeffekt zu erzeugen. Und was man sich auch noch angucken kann, ich will jetzt wirklich keine Panik schüren, aber die nächste Pandemie ist halt keine Frage ob, sondern wann. Und bevor dafür dann die entsprechenden Impfstoffe auf den Markt sind, kann man eben, wenn man diese Stoffe gut kennt, deren Funktionen kennt, kann man darüber sogenannte Brückenimpfstoffe herstellen. So, was bleibt jetzt im Allgemeinen zu sagen? Vielleicht mal wieder zurückzukommen auf die Anfangsfrage. Na, Ärzte, hassen Sie diesen Trick? Wirklich? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Können wir mal nachher nachfragen. Was ich euch aber definitiv sagen kann, ist, Pathogene hassen das. Dankeschön.